Hallo zusammen, Dragonflight neigt sich dem Ende und das nächste Add-on steht vor der Tür. Der eine oder andere möchte eventuell noch ein paar Dinge erledigen, wie zum Beispiel sich diese Bärenform hier vom Mage Tower zu holen. Ich habe mich wieder reingewagt und den Kampf seht ihr natürlich gleich im Anschluss. Ich möchte euch wieder Tipps und Hinweise mitgeben, wie auch schon in den vorigen Videos dazu. Was habt ihr zu beachten, was kann euch helfen dabei, den Kampf zu schaffen? Und wir gehen natürlich vorher einmal auf die Talente ein, die ich genutzt habe, auf die Ausrüstung und Items, die man eben nutzen kann. Starten wir mit den Talenten. Vorneweg, das heißt es nicht, dass es nur mit dieser Skillung klappt, keinesfalls. Es ist einfach das, was ich genutzt habe und ein paar Punkte sind aus meiner Sicht schon wichtig. Die möchte ich jetzt kurz einfach nur erklären. Also wir gehen jetzt nicht jeden einzelnen Punkt durch, um Gottes Willen. Ihr kriegt die Skillung natürlich hier mit. Ihr müsst euch das jetzt nicht irgendwie abkopieren oder ähnliches, sondern ihr kriegt den Code zum Kopieren über die Videobeschreibung. Da einfach reinschauen, da habt ihr es dann. Und wir starten mit der linken Seite. Also was ich nicht verkehrt finde, ist auf jeden Fall wilde Attacke mitzunehmen, dass falls ihr von diesen Höllenbestien mal weggeschleudert werden sollte, dass ihr wieder zurückstürmen könnt oder generell etwas mobiler seid, was den ganzen Kampf angeht. Klar könnte man das Zurückstürmen auch mit Schildestoß machen, also unserem Kick, aber den brauchen wir in beiden Phasen, um wichtige Fähigkeiten zu unterbrechen. Also sollte er nicht dafür genutzt werden. Dann an der Stelle auf jeden Fall das Gebrüll mitnehmen, um alle Gegner zu desorientieren. Gerade in der ersten Phase brauchen wir es, um bestimmte Gegner zu unterbrechen. Und in der zweiten Phase ist es auch nicht verkehrt, immer kurz alle von sich abwenden zu lassen. Wobei die Gegner auch in der zweiten Phase fahren sind. Also eigentlich brauchen wir es für beide Phasen. Herz der Wildnis müsst ihr eben überlegen. Ihr könnt es bloß sowieso einmal im Fight einsetzen. Ist jetzt für die erste Phase nicht verkehrt. Verstärkt dann eben gerade die Moonking-Gestalt und dann Fähigkeiten wie Sternsog oder euren Zorn, Mondfeuer und so weiter. Empfehle euch noch, Typhoon mitzunehmen mit der verkürzten Abklingzeit, denn wir müssen, wie gesagt, öfter mal wen unterbrechen oder auch mal Gegner wegschubsen, wenn es gerade zu heikel wird. Da hilft es natürlich, wenn ihr Typhoon öfter einsetzen könnt. Ja, der Rest ist, denke ich, einfach auch standardmäßig sowieso drin. Habe jetzt hier noch das verbesserte Nachwachsen sozusagen genommen, das eben der Schaden, den man verursacht, ein Teil davon für Nachwachsen gespeichert wird. Und dann solltet ihr aber auf jeden Fall, gehen wir zur rechten Seite, Traum des Szenarios mitnehmen. Denn das führt eben dazu, dass wir einen Proc bekommen und Nachwachsen dann in der Bärengestalt einsetzen können. Wenn wir das eben nicht haben, dann müssen wir immer aus der Bärengestalt rausgehen und es kann im Kampf natürlich etwas gefährlicher werden. Ich bin ja ein bisschen, ja, weiß nicht, Mix aus Offensiv, Defensiv, glaube ich, gegangen. Was ein wichtiger Punkt war, ist hier Eiserne Dornen. Ich kann euch mal den Damage Breakdown kurz einblenden. Das ist jetzt von dem gesamten Fight. Und zwar Eiserne Dornen hat bei mir sehr viel Schaden ausgemacht. Da öfter mal neben den Bossen, die man natürlich besiegen muss, viele Ads da sind, hat das viel ausgemacht. Hau natürlich und auch Mondfeuer, obwohl ich jetzt nicht groß bei Mondfeuer was geskillt habe, muss man ja auch sagen. Aber ihr seht, dass der Punkt auf jeden Fall nicht verkehrt ist, diesen mitzunehmen. Ihr könntet natürlich noch Mondfeuer verstärken, dafür ein paar andere Punkte hier wegnehmen, wie Pulverisieren, dass ihr dann dafür Galaktischer Wächter mitnehmt. Aber in der Regel habe ich selber das Mondfeuer einfach dann gesetzt auf Gegner, vor allem auf die Augen in der ersten Phase ist das gut. Sodass ihr hier jetzt nicht zwingend den Punkt mitnehmen müsst. Könnt ihr aber natürlich machen. Also ihr könnt auch ein bisschen mehr in Richtung Astralschaden gehen. Ja, ich habe noch Pulverisieren mitgenommen, wenn ich die Fähigkeit gerade schon zeige. Einfach für gerade die zweite Phase ein bisschen mehr Damage auch rein. Aber war jetzt nicht die entscheidende Fähigkeit, das nicht. Wichtig ist der Punkt auf jeden Fall Ursoc Zorn, denn das gibt uns ja ein Absorbschild für Hauen und Zermalmen. Und die Fähigkeiten setzen wir natürlich viel ein und das hat viel von der Heilung oder eben, ja, Absorb fällt ja in die Heilung mit rein, hat davon sehr viel ausgemacht. Also den Punkt solltet ihr auf jeden Fall mitnehmen. Inkarnation, einfach kann ich nur empfehlen. Zorn des Schläfers auch als größeren Cooldown nicht verkehrt, auch ein bisschen defensiver. Hab eben auch zweimal Überlebensinstinkte mitgenommen. Also es gibt so ein paar Sachen, kann man eben entscheiden, ob ihr das machen wollt oder ihr sagt, okay, ich nehme jetzt mehr Zerfleischen mit, also dass Zerfleischen mehr Damage macht zum Beispiel, geht natürlich auch. Also ich habe jetzt beide Aufladungen nicht zwingend gebraucht. Ich glaube, ich habe es auch generell nicht haben müssen. Aber einmal Überlebensinstinkte ist schon nicht verkehrt, gerade wenn der Fight bei euch etwas länger dauert. So, das ist erstmal die Skillung. Das sind erstmal die wichtigen Punkte aus meiner Sicht. Zu den Items, Ausrüstung und so weiter. Ihr müsst mal bedenken, wir werden ja runterskaliert von unserer Stufe und somit auch von unserem Item-Level. Also ihr müsst jetzt nicht, ihr seht, meinen Druiden habe ich jetzt auch gerade nicht auf Max-Item-Level. Da habe ich jetzt andere Chancen ein bisschen höher. Aber wenn ihr jetzt auch nur, keine Ahnung, 460er Item-Level habt oder meinetwegen aus Season 1 noch irgendwas mit, was hat man da überhaupt für ein Item-Level gehabt? Ich weiß schon gar nicht mehr. 415 oder so? Egal. Auf jeden Fall, es wird eh runterskaliert. Von daher macht euch da keine Gedanken.
Ihr solltet natürlich aus meiner Sicht mit einem 70er reingehen. Ihr könntet natürlich auch mit einem, keine Ahnung, einer der Stufe 65 ist oder so rein. Aber mit 70 habt ihr natürlich alle Talentpunkte. Das macht schon einiges aus, als wenn ihr da jetzt mit, keine Ahnung, 60 eben reingeht oder so. Das ist einfach nur als Hinweis. Ich habe jetzt hier zwar die Waffe drin, die man sich kaufen kann vom Raid, aber wenn wir nochmal auf den Damage Breakdown gucken, hat die Waffe jetzt nicht so viel ausgemacht, sodass das jetzt nicht das Entscheidende ist. Dann dürft ihr nicht vergessen, Tiersets sind eh nicht aktiv, das heißt, es ist egal, was ihr hier drin habt, ihr könnt euch rein auf eure Stats konzentrieren. Ich empfehle euch, viel Tempo mitzunehmen, damit ihr einfach eure Fähigkeiten schön schnell und oft einsetzen könnt. Vielseitigkeit sollte natürlich auch viel dabei sein und wenn Meisterschaft und Crit dabei ist, ist auch alles okay, aber ich würde euch viel auf Tempo und Vielseitigkeit gehen, empfehlen, dass ihr das macht. Ja, ansonsten habe ich jetzt hier zwar die Schuppe mit drin, noch aus der Season 3, also habe ich mit dem Druiden jetzt nicht so viel in Season 4 gemacht. Die kann auch aus Season 2 oder 1 sein, ist egal. Wenn ihr sicherheitshalber euch die anziehen wollt, bei mir ist jetzt nicht geprockt, das war jetzt nicht einmal gefährlich, aber ihr könnt es natürlich mitnehmen. Ich habe jetzt kein weiteres defensives Trinket. Ihr könnt aber auch Absorb-Shields noch mitnehmen, also irgendwelche Trinkets wie zum Beispiel aus Rackenverhöhle, hier Baumholz, Splitter ist ja ein Active oder Phyrax Trinket hier, Herz, wenn ihr das habt. Es gibt auf jeden Fall ein paar Sachen, dass ihr dann ruhig defensive mit reinnehmt oder ihr geht eben offensiv rein und nehmt noch offensive Trinkets mit. Das ist alles okay. Ihr müsst jetzt aber nicht irgendwelche speziellen Sachen haben, das nicht. Ja, es funktioniert komplett ohne. Ich habe noch Drums mitgenommen, die habe ich dann eben gezogen in der zweiten Phase. Ich habe auch einen Pot gezogen in der zweiten Phase, jetzt keine speziellen aus irgendwelchen vorigen Erweiterungen, weil die dann besser skalieren oder ähnliches. Einfach den Standardkram genommen. Aus meiner Sicht, selbst wenn ihr da ein paar bessere Stats bekommen solltet, hilft euch das nicht, wenn ihr von der Plattform gefegt werdet, wenn der Prophet stirbt oder so, dann bringen euch die Stats einfach auch nichts. Daher, wenn ihr sauber spielt, dann ist es egal, ob ihr den einen Stat mehr oder weniger habt. Ja, euch selber dann natürlich buffen mit meiner Wildnis ist klar. Rune habe ich genommen, Buffwood habe ich genommen und Fiole habe ich auch noch genommen. Wie gesagt, das muss jetzt nichts aus den alten Erweiterungen sein. Da könnt ihr auch einfach den Standardkram nehmen. Ja, und das sind die Talente gewesen, das kurz zur Ausrüstung. Wie gesagt, ihr müsst nichts besonderes Spezielles haben. Und zu dem Fight an sich kommen wir jetzt, wo ich euch nochmal ein paar Hinweise gebe. So, dann wollen wir den Fight starten und wann es Level 45 ist. Mann, okay, da war ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Auf jeden Fall, erste Phase, Fight gegen den Inquisitor. Das Wichtige ist, achtet auf die Augen, die gleich an der Seite spawnen. Die machen so einen Strahl auf euch und ihr müsst in die Richtung dieser Augen gucken. Ansonsten werdet ihr nämlich nach kurzer Zeit zurückgeschleudert. Die Augen könnt ihr mit einem Mondfeuer zerstören. Ihr müsst nicht unbedingt ran, sondern einfach Mondfeuer draufpacken oder von mir ist nochmal ein zweites, dann hinterher. Dann seid ihr auf jeden Fall besiegt. Ich starte jetzt hier als Eule, habe aber vergessen, Herz der Wildnis zu ziehen, somit mache ich jetzt nicht so viel Schaden. Wir haben eine Fähigkeit, die wir vom Inquisitor auf jeden Fall unterbrechen wollen und das ist der Blutsauger. Diese Gedankenwunde hier müsst ihr eigentlich nicht unterbrechen. Da kommt jetzt gerade das erste Auge, das kriegt jetzt auch gleich ein Mondfeuer von mir. Jetzt habe ich mich zur Seite gedreht und werde den zurückgestoßen. Die Augen schleudern jetzt aber nicht ganz so weit weg. So, und diese Ads, die müssen schnell fallen und wenn die ihre Fähigkeit machen, da diesen Nethersturm, sobald das durchkommt, machen die ganz viel AOE-Schaden. Das heißt, ihr müsst sie sehr schnell besiegen oder eben dann diese Fähigkeit mit euer Gebrüll oder euren Typhoon zum Beispiel unterbrechen. Wichtig immer beim Inquisitor darauf achten, dass der, wenn er seinen Blutsauger macht, dass sie das auf jeden Fall unterbricht. So, da kommt er wieder, Kick und fertig. Dann kommen jetzt die nächsten Ads, nämlich die Höllenbestien. Das werden immer mehr mit der Zeit. Die machen so eine Art Frontal in unsere Richtung. Da haben wir es gerade gehabt. Wenn wir da drin stehen, werden wir zurückgeschleudert. Und je größer diese Höllenbestien sind, das bestimmt deren Leben. Da schaute ich jetzt gerade zurück. Ja, es war schon sehr knapp. Je größer die sind, umso weiter schleudern die uns zurück. Im Laufe der Zeit werden die etwas kleiner und dann schleudern die uns nicht mehr so weit zurück. Im schlimmsten Fall könnt ihr wie eben gerade einfach mal so eine Kugel einsammeln, denn die heilt euch und den Propheten, den man beschützen muss. Den habe ich hier mit Stern markiert. Und ihr habt gesehen, es werden alle desorientiert, also nutzt das ruhig. Ihr könnt nicht die ganze Zeit im Fight an dem Boss dran sein, weil ihr seht diese Fläche drumherum, die uns einen Debuff gibt. Und dieser Debuff reduziert unser maximales Leben. Heißt also, je länger wir drinstehen, umso weniger Leben haben wir und dadurch sterben wir irgendwann einfach an Fähigkeiten. So, wieder Blutzucker kicken, die Ads kurz unterbrechen. So, da ist ein Auge, das Auge kriegt ein Mondfeuer. Ich mache jetzt hier mal die ganze Zeit Hauen, weil ich treffe ihn ja mit Hauen auf jeden Fall außerhalb des Kreises auch. So, dann haben wir jetzt hier gleich wieder die Höllenbisse, die uns wegschleudern möchte.
Ah, da stand ich drin. So, da habe ich jetzt wieder den Charge genommen. Da habe ich gesagt, Wildattacke würde ich euch empfehlen. Ich gehe jetzt hier einfach rein, weil mich das Auge an der Seite auch ein bisschen stört. Das kriegt nochmal Mondfeuer. Da ist jetzt die nächste Höllenbestie. Das Van nimmt immer mehr mit der Zeit. So, und jetzt haben wir die zweite Phase. Cool. Hier ist sehr wichtig, achte darauf, dass ihr seine Fähigkeit kickt, die ihr einsetzt. Ansonsten könnt ihr den Fight eigentlich schon fast vergessen. Über diese Dinger könnt ihr drüber springen. Und ich würde euch empfehlen, immer schön ein bisschen in der Mitte lang zu rennen. So, Vernichten hat er gerade eingesetzt. Und das ist ein Tankit mit einem Debuff. Der wird immer höher. Das heißt, mit der Zeit macht er dann immer mehr Schaden. Und danach setzt er seinen Zauber ein, den ihr auf jeden Fall kicken wollt. Wenn das nämlich durchkommt, dann wird er geheilt, immer wenn er euch haut, und dann, wie gesagt, könnt ihr das eigentlich schon vergessen. Rest bleibt gleich, das heißt, wir haben immer mehr Höllenbestien und wir haben immer wieder diese vier Ads aus den Portalen. Ansonsten immer schön weiter Damage auf den Boss. Drums habe ich auch gezogen. So, das zweite Vernichten hat mehr Schaden bekommen und jetzt macht er gleich seinen Zauber. Da war jetzt gerade wieder eine Höllenbestie, die mich weggeschleudert hat. Gleich kommen die nächsten Ads, aber der Boss hat schon sehr wenig Life, wie ihr seht. So, jetzt noch einmal durch die Kugeln einfach durch. Schaut, dass ihr den nicht zu viel nutzt. Also nutzt ihr wirklich eher im Ernstfall, wenn es gerade ein bisschen schwieriger wird. Und das war eigentlich schon der Fight. Also ihr seht, es ging recht schnell. Da habe ich jetzt nochmal den Breakdown drin. Lief auch vollkommen fein. Achtet auf jeden Fall drauf, dass ihr über die Dinge mal drüber springt, die von der Seite kommen, wo die Höllenbestien sind, dann immer so ein bisschen im Kreis um die drumherum rennen. Dass wenn die ihren Frontend machen, dass ihr auf jeden Fall nicht drin steht. Und Ghoul muss auf jeden Fall gekickt werden. Das ist sehr, sehr wichtig. Und je länger der Fight dauert, dann müsst ihr für das Vernichten defensive Sachen parat haben. Aber jetzt habe ich noch gar nichts gebraucht, wie ihr gesehen habt. Das lief so auch okay. Jo, und das war's schon. Ich hoffe, dass ihr erfolgreich werdet mit den Versuchen, Mage Tower euch noch die Bärform zu holen. Ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt, dann lasst es mich gerne über die Kommentare wissen. Ansonsten danke ich euch wie immer fürs Einschalten und sage bis zum nächsten Mal.